Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nexus Player Review auf Deutsch. Ich zeige hier erstmal das Unboxing, dann ein Walkthrough und zum Schluss gibt es noch meine Kritik. So, wir haben hier eine ganz normale Verpackung, relativ kompakt gehalten. Und das Ganze öffnen wir gleich mal mit einem Stanley-Messer, damit wir hier nichts beschädigen. Natürlich muss man erstmal wissen, wo man ansetzt und dann auch sehr, sehr vorsichtig hantieren. Ja, genau, so vielleicht nicht, aber wir machen weiter. Wenn wir es geschafft haben, können wir die nette Folie abziehen, die das Ganze verpackt hält. Und wir sehen, dass die Box noch von einem Art Kartonring umgeben wird. Das ziehen wir einfach mal ab. So, und wir haben die Verpackung. Doch jetzt können wir es immer noch nicht öffnen. Unten haben wir nämlich noch ein paar Klebepads. Und die mache ich vielleicht lieber auch wieder mit dem Stanley-Messer auf, weil so funktioniert das nicht ordentlich. Also machen wir das auch nochmal auf hier. Und wir haben hier die Verpackung. Oben haben wir übrigens noch ein P drauf, das steht für Nexus Player. Kann man nicht gut erkennen. Bitte, hier haben wir die fliegende Untertasse, auch genannt Nexus Player. Mit drei Anschlüssen, HDMI, Micro-USB und dem Stromanschluss. Eine Broschüre, geben wir das weg. So haben wir die Remote, die über Bluetooth funktioniert. Inklusive den Batterien, die wir nachher noch reinsetzen müssen. Und wir nehmen wir das auch raus. Wir haben hier das Stromkabel, das übrigens den amerikanischen Adapter hat, woran ich nicht gedacht habe, als ich es gekauft habe. Also nicht vergessen, einen Adapter bestellen, wenn es holt. Und wir haben hier noch eine Broschüre, die auf Englisch und Französisch ist, weil das Gerät ja auch in den USA und in Kanada verkauft wird. Gut, wir haben es nun angeschlossen. Wir sehen das Logo von Google und die Lollipop-Boot-Animation, die wir eh schon kennen dürften. Das kann immer ein bisschen dauern, schätzungsweise so 30 Sekunden, geht aber relativ flüssig und dann endet das Ganze im Android-Schriftzug. So, als erstes müssen wir die Remote koppeln und gleich sollte auch anzeigen, wie es funktioniert. Genau, wir drücken zurück und die Home-Taste, ich nenne die einfach mal so, ich habe keine Ahnung, wie die wirklich heißen, und halten sie gedrückt, bis dieser Balken voll ist. Und wir haben es geschafft, hoffentlich. Und wir sehen das Häkchen, na bitte. Die Remote ist nun verbunden und kann verwendet werden. Sogar Deutsch kann schon ausgewählt werden. Also das nächste Player-Gerät dürfte demnächst auch international verfügbar sein, hoffe ich zumindest. Und wir wählen dann mein Netzwerk aus. Gut, das Passwort ist nun eingegeben. Muss ich natürlich überspringen. Ich bitte um Verständnis. Und wir haben eine Verbindung hergestellt. So, das erste, was er machen wird, zumindest bei meiner Version war das so, ein Update. Das spulen wir einfach mal schnell vor. So würde der Update-Vorgang aussehen. Ist eigentlich wie auf den normalen Android Smartphone, nur halt in Full HD auf dem Fernseher. So, und wir können es nun anmelden. Das machen wir mit Telefon oder dem Laptop. Dazu müssen wir dann eine URL aufrufen. Wenn wir drauf drücken, sehen wir das dann. Ich bereite das ganz kurz nur vor, und zwar auf meinem Handy. Und dann sehen wir genau das. Und wir können hier den Code eingeben. Ich tippe den einfach mal ein. Und können nun das Gerät koppeln. Verbindet sich nun. Gleich kann ich mich eben mit meinem Google-Account anmelden. Und sofern man schon am Handy oder am Computer angemeldet ist, braucht man eigentlich nur noch einmal draufdrücken. Und das kann ein bisschen dauern. Gut, ich bin eingeloggt. Das heißt, das nächste Player-Gerät ist nun verbunden. Wie wir auch hier lesen können. Gut, es ist erfolgreich. Und wir gehen mal weiter und stimmen den ganzen Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärungen hier zu. Einen Moment, so. Ja, von mir aus kann den Standort verwenden. Das ist eh nicht so tragisch, sollte eh kein GPS haben. Und die Einrichtung ist abgeschlossen. Ja, bitte, das ist das Interface. Wir sehen hier die wichtigsten Sachen oder die Empfehlungen. Wir haben hier unsere Apps und Einstellungen. Ich gehe einfach mal durch die Einstellungen durch. Wir haben hier Netzwerk als erstes für WLAN und Ethernet. Ethernet geht übrigens über HDMI, bilde ich mir ein, aber es hat keinen eigenen Ethernet-Anschluss und vielleicht über einen Micro-USB-Adapter auf Ethernet. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, habe ich nicht ausprobiert. Google Cast, damit wir auch Sachen vom Handy oder Tablet übertragen können. Wir können die Systemtöne ausschalten. Ich finde es jetzt nicht störend. Wir können uns die Apps ansehen. Hier gibt es System-Apps, aktive Apps und auch heruntergeladene Apps. Daydream, falls wir mal inaktiv sind und einen netten Bildschirm schon haben wollen. Ich zeige das nochmal schnell. Und, macht was? Ja.
Bitte ein wunderschönes Bild von einem Wald. So, gehen wir wieder zurück. Speicher verwalten. Und wir haben hier 5,8 GB frei. Wir sehen hier die Verteilung. Also eigentlich relativ normal. Nichts Besonderes. Wir können hier das Gerät zurücksetzen, was ich jetzt mal lassen werde. Wir haben hier eine Info. Wir können das System aktualisieren. Das haben wir allerdings schon gemacht. Wir können den Gerätenamen ändern, Hinweise anzeigen, Modellnummer, Seriennummer, alles Mögliche anzeigen. Wir können hier die interessenbezogenen Anzeigen deaktivieren und so weiter und so fort. Ja, bitte. Das ist die Info. Datum, Uhrzeit sollte sich automatisch einstellen, braucht man meistens eh nicht, aber ja, die stimmt. Gut, dann haben wir noch die Sprache. Deutsch, Deutschland. Gut, Deutsch, Österreich gibt es nicht, aber so groß ist der Unterschied jetzt auch nicht. Und wir haben die Lean-Back-Tastatur. Die lassen wir auch so. Wir haben hier die Suche. Das musste ich leider ein bisschen zensieren, wegen meiner E-Mail-Adresse. Aber im Prinzip kann man nicht viel machen, da kann man nur das anschauen, welcher Account verwendet wird. Man hat die Sprache hier. Und wir können eigentlich anstößige Wörter sperren, wobei das nicht unbedingt notwendig ist. Wir haben Bedienungshilfen, Untertitel, Dienste, Passwort aussprechen, was ich vielleicht nicht unbedingt empfehlen würde, falls ihr es nicht wirklich braucht. So aus Sicherheitsgründen würde ich mal sagen. Und Nexus Remote können wir hier verknüpfen, aufheben und auch nach Bluetooth-Zubehör suchen, wobei mein Handy das, glaube ich, nur als Lautsprecher erkennt. Ja, wir haben hier einen Standort. Der geht nur über WLAN natürlich, aber ist trotzdem akkurat meistens. Wir können hier Apps erlauben aus unbekannter Herkunft und ob sie überprüft werden sollen. Wir haben hier eingeschränktes Profil. Hier können wir auswählen, welche Sachen synchronisiert werden sollten. Also ob Kontakte, Personendetails, Google Play Music und so weiter und so fort. Kontakte standardmäßig deaktiviert. Ja, wir können hier nochmal auf das Netzwerk gehen, aber ich glaube, das ist eh dieselbe Einstellung wie der Einstellungs-App. Gut, dann hätte es soweit erledigt mit den Einstellungen. Wir können nun weitermachen und gehen einfach mal auf, sagen wir, den Play Store. Und hier müssen wir erstmal akzeptieren. Und wir sehen hier schon mal die verfügbaren Apps, die es auch in Europa gibt oder zumindest hier in Österreich. Und ja, dann schauen wir einfach mal durch. Wir haben hier zum Beispiel Netflix, was ich auf jeden Fall brauche. Allerdings gibt es damit Probleme, das werden wir gleich sehen. Akzeptieren. Und das Problem ist, wir können es zwar installieren, aber ich kann es nicht starten. Ich kann auch nicht von meinem iPhone bzw. iPad oder vom Android-Gerät drauf streamen. Denn es kommt immer eine Fehlermeldung, weil es nicht für Europa erlaubt ist, sondern nur eben für USA und Kanada. Das heißt, Netflix ist auf dem Gerät derzeit komplett unmöglich zu verwenden, wie wir hier genau sehen können. Und diese Meldung kommt, wenn man streamen will, über Google Cast. Also für Netflix im Moment, you're out of luck. Das heißt, wir können es nicht verwenden. Sehr, sehr schade. Und über VPN wird das leider auch nicht gehen, weil Netflix das nicht erlaubt. Gut. Aber wir können TuneIn Radio Pro verwenden und das gleich mal herunterladen. Und dank meiner schnellen Internetverbindung geht es auch relativ flott. Und wenn das endlich mal installiert ist. Und wenn das endlich installiert ist, tja, will wohl nicht so, wie ich will. Oder zumindest dauert es ein bisschen. Ja, bitte. Sehen wir hier ein sehr nettes Interface. Erinnert ein bisschen an das Apple TV. Aber auch nicht so direkt. Vielleicht auch ein bisschen an das Fire TV. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ein nettes Interface. Und wir können hier eben anschauen, was es für ein lokales Radio gibt. Und wir gehen einfach mal drauf und suchen nach Krone Hits. Der einzige Radiosender aus meiner Perspektive, der halbwegs anzuhören ist. Auch wenn ich nicht viel Radio höre hier. Gehen wir einfach mal auf, ja, Radio Krone Hit. Und was ist interessant? Ja, U-Bahn Party 2014. Krone Hit. Wir sind die meiste Musik. U-Bahn Party. Die Krone Hit U-Bahn Party. Tja, und so sieht das halt aus. Gut. Wir gehen jetzt einfach mal wieder zurück. Also funktionieren tut das auf jeden Fall ohne Probleme. Hier ist eben die Auswahl. Wir haben noch nicht allzu viele Apps und ich habe auch keinen Controller. Das heißt, die Spiele bringen mir nicht viel. Aber so wird es halt dann ausschauen. Das ist derzeit im Play Store für den Nexus Player verfügbar. Wir haben hier Google Music und sehen hier meine tolle, wirklich tolle Mediathek. Können hier Musik abspielen, zum Beispiel von The Fray. Und ja, der Titel ist doch gut und ja.
Gut, bevor wir eine Urheberrechtsverletzung haben, gehen wir wieder raus. Und so wird das Ganze dann ausschauen, eigentlich ganz normal, wie auch auf dem Handy, vielleicht auch auf dem Computer. YouTube gibt es auch noch. Ich bin da schon eingeloggt mit meinem Account und wir spielen jetzt einfach mal dieses Video ab, weil es relativ beliebt war. For an English version of this video, please subscribe and like this comment below. Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich gerne zeigen, wie man den Akku vom OnePlus One austauscht bzw. das Styleswap-Cover entfernt. Wir brauchen erstmal das OnePlus One. Dann benötigen wir das SIM-Karten-Entfernungstool, am besten, dass das mitgeliefert wurde. Eine Nadel etc., das dünne würde eigentlich auch genügen, falls ihr das nicht... Gut, ja, genug von diesem Video. Funktionieren tut das auf jeden Fall und es sieht auch relativ ordentlich aus. Wir können jetzt noch auf Movies und TV gehen. Da haben wir verschiedene Filme. Funktioniert auch ohne Probleme. Wir gehen einfach mal auf Need for Speed und schauen uns kurz den Trailer an. Zwei Jahre habe ich an diesen Moment gedacht. Wir sehen auf jeden Fall, es funktioniert relativ schnell, ohne Probleme. Und kann ich mich nicht beschweren, muss ich sagen. Hier haben wir die Spiele, da muss ich auch wieder ein bisschen was zensieren, leider, leider. Aber es sieht ganz normal aus, nichts Besonderes. Halt nur ein leicht anderes Interface im Vergleich zu den Smartphone- und Tablet-Versionen. Suchen wir mal nach was. Suchen wir nach Orange is the New Black. Und das funktioniert ohne Probleme. Selbst auf Deutsch kann er englische Titel erkennen und zeigt mir auch richtig an. Jetzt gehen wir auch auf Jericho. Okay, Jokers nicht ganz. Hier musste ich dann nicht Jericho sagen, sondern Jericho. Da hat es funktioniert. Also nicht immer funktioniert das für Englisch. Aber ja, er zeigt eine gute Info an. Nettes Interface, Spracheingabe eigentlich ohne Probleme. Gut, was können wir sonst noch machen? Wie gesagt, so sieht es halt aus, relativ simpel. Hier haben wir halt Empfehlungen aus allen möglichen Play-Movies, YouTube und so weiter und so fort. Ja, also ich glaube, das ist jetzt im Interface. Und wenn ich auf diesen Knopf drücke, unter dem Gerät sucht er nach Zubehör, um es zu koppeln. Ja, man hört dieses Fiepen und das ist halt manchmal nervig. Das ist mir halt noch aufgefallen. Währenddessen haben wir hier ein, sehen wir 1,4 Watt verbraucht das Ding, also relativ wenig, aber leider auch im Standby. Ja, also ich glaube, das ist mal dieses Walkthrough. Jetzt kommt noch mal eine Kritik. An und für sich ist das Gerät extrem gut, nur man kann es nur schwer besorgen. Ich habe es zum Beispiel bei Shipedo gemacht und das hat relativ viel gekostet. Also 40 Euro Versand, 40 Euro nochmal für Zoll, beziehungsweise die Mehrwertsteuer. Und ich hatte auch ein paar Probleme, weil der Name der Kreditkarte anders war als meiner. Ansonsten zu empfehlen, wenn ihr das geschafft habt und das Gerät in Händen habt, braucht ihr noch einen Adapter. Habt ihr den Adapter? Könnt ihr es eigentlich verwenden, ohne Probleme, WLAN funktioniert und alles. Nur, wieder ein Problem, Netflix wird nicht funktionieren. Ich habe mich schon mit dem Support auseinandergesetzt. Das wird vielleicht demnächst aufgenommen. Es ist als Feedback registriert worden. Ob es wirklich kommt, bevor das Gerät in Europa verfügbar ist, weiß ich nicht. Man kann also mit ungefähr 180 bis 200 Euro rechnen, wenn ihr das Gerät kaufen wollt. Umgerechnet, es kostet 99 Dollar, ca. 80 Euro. Und ansonsten könnte ich es empfehlen, würde Netflix funktionieren. Fire TV und das Apple TV sind aber auch nicht schlecht, kosten dasselbe und sind eben auch hier verfügbar, weshalb man das nicht importieren lassen muss. Meine Zusammenfassung, es lohnt sich im Moment noch nicht, an und für sich ist das Gerät super, man kann extrem viel damit machen, aber es sollte noch mehr Apps geben, es sollte für Europa unterstützt werden und dieses Fiepen, das wir vorhin hatten, das ich gezeigt habe, ist seltsam, das kommt nämlich von den Lautsprechern und vom Fernseher und so einwandfrei funktioniert das dann auch wieder nicht. Ansonsten, das Interface ist flüssig, der Stromverbrauch ist super, weil das Apple TV verbraucht ca. 20 Watt selbst im Standby und das nur ungefähr 1,5 bis maximal 3 und man kann den Bootloader entsperren, also theoretisch rooten. Kurz gesagt, ich gebe dem Gerät jetzt einfach mal 3,5 Sterne, einfach wegen dem fehlenden Netflix und da es noch nicht in Europa verfügbar ist. Ich würde sagen, noch nicht kaufen, sobald es in Europa verfügbar ist, dann schon kaufen, dann würde ich es empfehlen. Im Vergleich zum Apple TV auf jeden Fall ein Hingucker, im Vergleich zum Fire TV kann ich nichts sagen, weil ich es nicht habe. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und ja, schreibt einfach in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Auf Wiedersehen!